Topfgucker TV empfiehlt. So, mein Name ist Axel Göber. Ich bin der Küchenchef im Barockschloss Ramenau und möchte Ihnen heute ein Gericht vorstellen aus unserer Schlosskarte. Das Ganze ist regional angehaucht, also wir haben auf alle Fälle aus unserer Teichlandschaft den Karpfen bezogen, diese aus Gräten geschnitten, dazu eine sommerliche Gemüsepfanne mit Süßkartoffeln. Das Ganze kommt der Lausitz schon etwas nah, dazu eine Zitronenbutter, damit das Ganze nicht zu trocken wird. Okay, wir kommen zu unserer Zitronensauce oder zu dem Zitronenschaum. Ganz einfache Sache, wie alle Sachen, die wir hier machen. Hauptsächlich besteht die Zitronensauce natürlich aus frischer Zitrone, die wird ausgepresst. Das Ganze wird dann eigentlich nur mit Kokosmilch aufgefüllt und mit einer Kartoffelstärke abgezogen. So, Gas an, Zitrone rein. So, dazu kommt die Kokosmilch. Die Kokosmilch hat den Vorteil, dass die ganze Geschichte auch laktosefrei wird. Viele Menschen haben Probleme mit Butter und mit Vollmilch. Deswegen gehen wir sozusagen hier in Ramenau immer mehr auf die Problematik ein, um einfach der Nachfrage auch gerecht werden zu können. Dazu geben wir etwas Salz und etwas Zucker. Zucker mal zuerst, ruhig etwas mehr. Zitronensauce oder Zitronenschaum habe ich heute gewählt, weil einfach der Karpfen, der ja aus dem Teichen kommt, eigentlich etwas Frische braucht. Also Frische erreicht man oftmals durch Säure, also durch frisches Gemüse zum Beispiel, säuerliches Gemüse wie Tomate oder halt durch Zitronensäure, also die Säure der Zitrone, der Zitronenfrucht oder natürlich auch mit Essig oder Wein. Also eine Weißweinsauce würde genauso gut gehen, es würde gehen eine Senfsauce, also immer da, wo Säure dazu ist oder dabei ist. Das macht sich halt gut für den Karpfen. So, das Ganze muss nur aufkochen, dauert vielleicht ein, zwei Minuten. So, Soße kocht. Ich habe jetzt sozusagen als Bindemittel auch auf Mehl verzichtet, weil natürlich der Bedarf auch immer größer wird an glutenfreien Gerichten. Gluten ist hauptsächlich in Mehlen drin, vor allen Dingen natürlich in Weizenmehl durch die Kleberstoffe. Ich habe jetzt hier gewählt eine Kartoffelstärke. Also ähnlich einem Puddingpulver, bloß ohne Geschmack. Kartoffelstärke mit kaltem Wasser wird angerührt. Sie sehen, das setzt sich ab, also wird das mal kurz aufgerührt. Und müsste jetzt möglichst vorsichtig wenig von dieser Stärke, von diesem Stärke-Wasser-Gemisch an die Soße geben, damit die nicht zum Pudding wird. Ne? So, Sie sehen, die Konsistenz ist also schon leicht zu dick geworden. Ich war zu fix. Einfach etwas in der Kokosmilch dran und es reicht für 6 Personen. So, das Ganze wird abgeschmeckt. Hauptsächlich, wie ich schon erwähnte, mit Zucker und etwas Salz. Die Säure kommt vor, das ist eigentlich gut so. Ich würde das so lassen, wie es ist. Wir machen jetzt weiter mit unserer Gemüsepfanne. Die wird ganz einfach vorbereitet, so wie das jeder andere zu Hause auch macht. Sie nehmen zum Beispiel einfach eine Zucchini. Deswegen nehmen wir auch gerne mal das Kerngehäuse raus. Geht zum Beispiel so oder so. Danach nehmen wir etwas Paprika. Wichtig bei Paprika immer diesen schälen. Gerne zum Beispiel mit einem Sparschäler. Viele Menschen, die auch ich kenne, vertragen einfach Paprika nicht und mögen die auch nicht essen, weil sie nicht richtig vertragen und verdauen können. Das liegt an dieser Schale, nur an dieser Schale. Paprika an sich ist ein tolles Gemüse und bringt natürlich tolle Farbe ins Essen. Da muss jetzt nicht jeder einzelne Quadratzentimeter abgeschält werden. Da zählt auch ein bisschen der gute Wille und den zeigt man hier auf alle Fälle. Eine andere Variante wäre, dass die Paprikaschoten in einen Ofen zu geben, stark erhitzen, dann fällt die Haut sozusagen fast von alleine ab. So. Kerngehäuse raus. Kerne raus. So, dann nehmen wir etwas Karotte dazu. Dann kann man auch, wenn man hat, gerade mal eine Gurke nehmen. Gurke ist immer schön was Frisches mit im Essen. Dort kann man eventuell das Kerngehäuse mit rausnehmen. Muss man nicht, kann man.
Sieht einfach ein bisschen interessanter aus, das Essen dann. So, Karotte haben wir, 2-3 Tomaten. Bei den Kirschtomaten oder Cherrytomaten, wie sie gehandelt werden, kann man auch das Grün mit dran lassen. Prinzipiell bin ich immer für abmachen, alles was man nicht essen kann. So, dann wird das Ganze geschnitten. Da ist die Schnittform eigentlich völlig egal, nehmen Sie einfach, wie es passt. Ob Sie das jetzt mit so einem schicken Messer machen oder mit einem anderen, völlig gleich. Das Ganze nicht zu fein schneiden, dass man auch noch erkennt, was man isst. Kirschtomaten kann man halbieren, ausreichend, oder im Ganzen lassen, geht auch. Paprikastreifen. So, Karotte kann man halbscheiben schneiden. Aber es geht auch jede andere Schnittform. So, dann kommen wir zu unserer Süßkartoffel. Kartoffeln werden sehr viel gegessen in der Lausitz, das Kartoffelland. Also wenn man Kinder hier nach Lieblingsgerichten fragt, sprechen die meistens von Kartoffeln und Quark. Währenddessen in der Stadt doch Pasta und Pizza bevorzugt wird bei den Kindern. Hier ist es halt so und dem werden wir gerecht, indem wir einfach mal eine Süßkartoffel nehmen und wir damit eine Abwechslung haben. So, ich denke, das sollte ausreichend sein. Na, wir können mal ein bisschen kleiner schneiden noch. So. Ich würde mal sagen, wir haben alles dabei. Karotte, Tomate, eine Zwiebel. Kann man, muss man nicht. Lassen wir heute weg. Ein paar Kräuter dazu. Bei den Kräutern würde ich empfehlen, nicht so schön fein hacken, wie es im Tiefkühlfach gibt, sondern lassen Sie die einfach mal so schön groß. Sie können die auch mit Stängel verwenden. Also beim Garen oder beim Anbraten, beim Angrillen sozusagen, bleibt der Geschmack dick erhalten, vor allen Dingen auch in den Stielen. Und stören tut das wirklich überhaupt nicht, auch vom Kaugefühl her nicht. Als nächstes würden wir uns um unsere Kröstel kümmern. Wenn Sie zur Verfügung haben, eine schöne große Eisenpfanne, was auch gut geht, ist auf alle Fälle ein Wok zu Hause. Manche Leute sind so gut ausgestattet, also Wok wäre ideal dafür geeignet, aber so eine Eisenpfanne tut es auf alle Fälle. Richtig schön lange heiß werden, wenn Sie Gas haben, dann mit Gas. Ansonsten geht das auch mit Induktion oder Serran. Wichtig ist, bei Serran wird natürlich der Punkt zuerst heiß. Das hier dauert schon mal seine 5 Minuten. Deswegen ist es manchmal wirklich ein Vorteil, trocken die Pfanne erstmal richtig heiß werden zu lassen. Danach geben wir einfach nur das Öl dazu. Bei Öl wieder diese übliche Frage, welches Öl? Nehmen Sie das einfachste Öl, was es gibt. Das ist einfach ein Rapsöl. Es hat einen sehr hohen Verbrennungspunkt, also verbrennt wohl erst so bei 200 Grad. Circa natürlich alles, bin kein Wissenschaftler. Wir geben das Öl rein, das Gemüse dazu. Dort müssten wir darauf achten, dass wir zuerst natürlich die härteren, festeren Gemüse verwenden, also die Süßkartoffel und die Karotte würde ich auf alle Fälle zuerst geben. Alles, was grün ist, wird ja beim Garen grau, deswegen geben wir das wirklich erst ganz zum Schluss dran. Eine Gurke muss man ja nicht wirklich garen, die ist gar für unser Mundgefühl. Gut, ich würde sagen, wir geben das Öl in die Pfanne. Das kann wirklich, das ist zu Hause vielleicht ein bisschen unangenehm, es kann ruhig ein bisschen mehr Öl sein und es kann auch kurz vorm Rauchen sein. Zu Hause würde ich jetzt meiner Familie sagen, wir machen das natürlich nicht so, weil das die Wohnung natürlich ganz schön in Mitleidenschaft zieht. Aber hier in der Küche, wir haben eine große Abluftaube, kann man das auf alle Fälle machen. So, ich denke, es ist kurz vorm Rauchen, wir geben jetzt einfach die Süßkartoffel und die Karotte dazu und lassen das jetzt schön flächig anbraten. Meistens erzielt man zu Hause nicht so sehr schöne hohe Temperaturen, die wir eigentlich benötigen. Wichtig dabei ist, ein alter Trapper-Trick, lassen Sie das Gemüse einfach in der Pfanne liegen, ohne drin rumzurühren oder ähnliches. Einfach liegen lassen, dass sozusagen dieses Gemüse wenigstens von einer Seite eine schöne Bratfarbe oder ein schönes Karamellisieren bekommt von dem Zucker, der als Inhaltsstoffe in der Süßkartoffel und in der Karotte vorhanden ist. Ich bin auch der Meinung, dass alles, was irgendwie auf dem Herd steht, sofort gewürzt wird. Das ist bei uns jetzt hier so festgelegt. Ich würde sozusagen schon mal zum Salz greifen und zur Pfeffermühle. Also etwas Salz, nicht zu viel. Etwas Pfeffer aus der Mühle. Zucker ist jetzt nicht unbedingt notwendig, da sehr viel Zucker in den beiden Gemüsesorten enthalten ist. So, Sie sehen, ich bewege das Ganze nicht.
könnte jetzt oben auf auch schon das restliche Gemüse geben. So werden wir das auch machen. Dann würde ich noch mal final würzen, noch mal mit Salz und Pfeffer, und dann braucht die Sache vielleicht 5, 6 bis maximal 8 Minuten zum Durchziehen, zum Durchgaren. In der Zwischenzeit bereiten wir unseren Karpfen vor und können das Gericht dann auf dem Teller vollenden. So. Man könnte jetzt theoretisch auch mit Butter nachbraten, aber wir hatten ja heute gesagt, dass wir laktosefrei kochen, deswegen lassen wir das mit der Butter aus. Wir können auf alle Fälle, um die Pfanne noch zu verfeinern, mit einem guten kaltgepressten Olivenöl oder ein kaltgepresstes Rapsöl verwenden, um einfach der Sache nochmal einen extra Geschmack zu geben. So. Damit war es das erstmal. So, dann kommen wir zum Karpfen. Unsere Gemüsepfanne, unsere Soße ist soweit gut vorbereitet. Karpfenfilet. Karpfen hat ja leider so ein mittelgutes Image. Karpfen ist sozusagen schleimig, Karpfen hat Gräten. Das ist so die allgemeine Meinung. Was man dabei vergisst, ist, dass Karpfen ein sehr, sehr leckerer Fisch ist. Viele ältere Menschen wissen das noch, jüngere müssen dort angeführt werden. Und dafür sind auch wir da. Karpfen kommt aus den umliegenden Teichen. Es gibt Bioqualitäten zum Teil. Auch hier in der Nähe von Ramenau, also sprich in Warta und Königswarta, auch in anderen Orten in der Umgebung werden auch Biokarpfen produziert, auch geräuchert und vertrieben. Ein Produkt, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist sozusagen der Karpfen oder das Karpfenfilet grätengeschnitten. Grätengeschnitten ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben das Filet so im Ganzen liegen und es wird sozusagen mit einer Messerrolle geschnitten bis zur Haut. Damit sozusagen entstehen diese Lamellen, wie man sie hier sieht. Und sozusagen dadurch, dass die Gräten noch enthalten waren, wurden die geschnitten mittels dieses Messers. Und Sie sehen jetzt hier keine Gräte mehr. Die Gräten können jetzt hier sozusagen nur noch 2 bis 3 mm lang sein. Und wir haben es wirklich mehrmals probiert, auch mit Menschen, die voreingenommen waren. Man merkt diese Gräten zwischen Zunge und Gaumen nicht. Also, probieren Sie wirklich mal so ein Grätenfilet, fragen Sie bei Ihrem Fischhändler mal nach danach. Das ist wirklich eine tolle Sache, weil Karpfen schmeckt sowieso und ist wie gesagt einheimisch. Ich kann es nur empfehlen. Gut, vorbereiten müssen Sie hier nicht viel. Der Fisch kommt filetiert, der ist grätengeschnitten. Sie waschen den zu Hause kurz in kaltem Wasser ab, versuchen den trocken zu legen, wie man so schön sagt, mit Küchenkrepp, oder legen Sie es auf ein Sieb. Dann portionieren Sie das Ganze. Einmal mit einem scharfen Messer durch. Wir machen ja nicht großartige technische Sachen mit, sondern wir pfeffern kurz. Wir geben etwas Salz dazu. Gerne auf der Hautseite, so wie ich das mache. Sie können das auch beidseitig machen oder bloß von einer Seite. Als nächstes geben wir etwas Öl in unsere heiße Pfanne. Diesmal nicht zu viel Öl, eher so den Boden bloß benetzen. Wir geben den Fisch jetzt zuerst mit der Hautseite in die Pfanne. Also gut heiß, das sieht man, hört man. Hier darf man den mal leicht bewegen. Wir versuchen jetzt aber auf der Hautseite fast durchzugaren. Dadurch, dass hier immer etwas Fett zwischen Haut und dem Filet liegt, welches wir möglichst durchs Braten lösen wollen. Macht das eigentlich Sinn, am besten das Filet auf der Hautseite zu braten. Außerdem schützt natürlich auch die Haut das Filet, welches ja saftig bleiben soll. So, es wird jetzt wirklich nur einfach beaufsichtigt, mehr ist es nicht. Versuchen die Hitze so zu regulieren, dass es nicht verbrennt, aber trotzdem stark brät. Die Karpfenfilets sind also fast durchgegart, man kann es hier gut sehen, das Eiweiß ist sozusagen geronnen. Wir brauchen es jetzt also wirklich nur noch mal kurz wenden auf die Fleischseite. Und damit sind die Karpfenfilets fertig gegart. Der Rest gart jetzt sozusagen einfach durch die Eigenhitze weiter, ohne dass der Fisch trocken wird. Sieht auch schon toll aus vom Kontrast her. Ich denke, wir bereiten jetzt einfach unseren Teller vor.
Unser Gemüse sieht man auch, ist also schön weich geworden. Probieren Sie ruhig ein Stück. Habe ich jetzt mal für Sie übernommen. Ich denke, passt gut. Wir geben jetzt nochmal richtig ordentlich Hitze zu. Und dann ganz wichtig, und davon nie zu wenig, das ist sozusagen krause Petersilie und Blattpetersilie. Einfach oben aufgeben. Einmal umrühren das Ganze. Und dann würde ich sagen, fertig. Machen Sie eine schöne große Portion. Gemüse kann man immer essen. So. Die beiden Karpfenfilets oben auf. Als nächstes, die Soße ist fertig abgeschmeckt. Wir mixen die Würst etwas auf. Versuchen etwas Luft mit in die Soße reinzubekommen, um das Volumen zu erhöhen. Und damit mehr Fläche zum Schmecken zu haben. Dann geben wir etwas von unserer Zitronensoße oder von dem Zitronenschaum ans Essen, also an den angerichteten Teller, und sind damit eigentlich bereit zum Verzehr. So, ich hoffe, das Kochen mit mir und mit unserem Karpfen hat Ihnen etwas Freude bereitet. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen und vielleicht sehen wir uns nochmal in Ramenau. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de